Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen Montagmorgen. Ja, wie kann ein Montagmorgen schön sein? Probieren wir es trotzdem. Wir hatten gestern für heute ein spannendes Horoskop und ich würde sagen, das, was uns morgen bevorsteht, wieder ein Monatshoroskop, eine Mond-Pluto-Konjunktion, ist auch nicht von schlechten Eltern, weil diese Konjunktion findet immerhin im 8. Haus statt und verspricht hier große Intensität, weil wir hier ein Pluto-Ereignis haben und ohnehin schon drei Planeten im Skorpion haben. Bevor wir hier loslegen, möchte ich etwas kurz klären. Es tut mir wirklich leid, wenn ich gestern für Verwirrung gesorgt habe und wenn sich verschiedene jetzt ausgegrenzt oder beleidigt fühlen. Das wollte ich nicht. Ja? Ich wollte nur diesen Filter zeigen, das ist einer von vielen möglichen, ja. Das ist noch ein Restexemplar von einem, es hat diese Filter im Handel gegeben, ja. Und sie hatten eine großartige Filterleistung. Das ist ein russisches Produkt, welches in der ganzen Welt millionenweise verkauft wurde, weil er so gut gewesen ist. Und es gibt noch geringe Restbestände und deswegen er ist auch im Internet nicht erhältlich. Ja? Also deswegen wollte ich euch jetzt da hier keine große Hoffnung machen. Sozusagen, Leute, da gibt es nicht mehr viele. Ja? Und ich habe mir gedacht, dass wir in der morgigen Wandergruppe beim 60er in Rodaun darüber sprechen. Ja, wir machen eine kurze Wandergruppe, aber das ist sozusagen dann weniger ums Wandern, sondern da sprechen wir uns nur mal kurz ab, würde ich sagen, eine Art Update. Wann wir uns dann genau treffen, würde ich sagen, erwähne ich dann im fünften und letzten Teil heute. Wie gesagt, es tut sich sehr, sehr viel. Wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein. Ihr wisst ja, die Menschen... Mengen sind schon stark begrenzt, sie drehen ja jetzt quasi durch und für uns ist das alles nur noch ein Zeichen von unglaublicher Schwäche, aber ganz sicherlich kein Zeichen von Stärke oder Souveränität. Und wie ich gesagt habe, wir haben gewonnen, es ist so wie bei diesem Boxer, der angeschlagen wurde, der den K.O.-Schlag schon kassiert hat und er steht zwar noch auf seinen Beinen, aber er wankt bereits. Ja? Also wie gesagt, mental haben wir hier gigantische Erfolge errungen und wie gesagt, bezüglich Wasserfilter, ich meine, das ist einer von tausenden Modellen, ja, jeder Wasserfilter ist gut, bei dem ist halt nur ein Riesenargument gewesen, er ist extrem günstig, ja? Also das muss ich leider schon auch so nebenbei kurz erwähnen, aber wie gesagt, im Handel nicht mehr erhältlich. Die Zahlen lauten 9/11, sehr interessant, ja, eben statt 11.9., 9.11., sehr spannend, 9/11, nicht nur die Notrufnummer in den USA, sondern auch ein Porsche-Modell, 9 und 11 ist die 20, die doppelte 22, danach die 24, die 25 und die 7. Naja, diese Zahlen sind schon wesentlich weniger schön wie die gestrigen, also da, ja, hier geht's dann jetzt richtig zur Sache. Aber wir sind stark und lassen uns davon nicht sonderlich irritieren. Die 9 steht für Merkur und hier geht es eben nicht ums Husten, sondern um höheres Wissen. Ja, wir husten Ihnen gerne etwas. Hier geht es auch um Rückzug sozusagen, die Weisheit, das Wissen aus dem Rückzug heraus. Und ich würde sagen, in der Stille liegt die Kraft und wir haben sowieso jetzt sehr, sehr viele Planeten introvertiert, also in weiblichen Zeichen. An zweiter Stelle haben wir die 20. Naja, bei der 20 wissen wir, das ist das Gericht. Hier geht definitiv etwas zu Ende, hier löst sich etwas aus und auf und wie gesagt, Materie loslassen ist immer ein schönes Schlagwort. Ich würde sagen, habe immer das, was du brauchst. Ja? Und wenn du sagst, du brauchst jetzt so und so viel, 100 Stück von dem und dem, dann brauchst du es eben. Ja? Das soll jetzt nicht bedeuten, ja, wirf alles weg, die Erleuchtung, die Erlösung, die Befreiung kommt. Nein, 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 ganz im Gegenteil. Vorräte sammeln, einkaufen. Ja, und an dieser Stelle, und das werde ich heute hoffentlich öfters erwähnen, bitte nochmal schön einkaufen gehen, füll den Einkaufswagen nochmal so richtig voll, Konservendosen, Haferflocken, Marmeladegläser, sehr gute Tauschware, Schokolade, auch fantastische Tauschware, gell? Und immer beachten auch auf eine gute und sichere Verpackung, weil wir wollen ungern weder mit Motten noch mit Mäusen teilen. Die 22, naja, die haben wir gleich doppelt, also das heißt, hier geht es um Hochmut, Sturheit, man will einfach nicht loslassen, man will nicht locker lassen, naja, da erkennen wir ja schon die Horoskop-Aspektierung sehr schön heraus. Die 24 wissen wir, das ist also meines Erachtens die Streitzahl, Einzelgängerzahl, hier ist eben der Trennungsstrich zwischen den beiden Partnern, es ist ein großes Ego und man soll hier eben auch lernen, andere Meinungen, andere Ansichten zuzulassen.
geben, ohne zu fordern. Und an letzter Stelle haben wir die 25 mit dem wundervollen skorpionischen Stachel. Das ist der, nicht der Hase im Wolfspelz, sondern der Wolf im Schafspelz. Und zwar geht es hier darum, dass man sich dann eben für vermeintliche Schmerzen rächen möchte. Man ist hier sehr, sehr verletzbar, man ist sehr empfindlich und hier besteht dann die große Tendenz, sich rächen zu wollen, sich revanchieren zu wollen. Ich kann es eigentlich niemandem verdenken und wenn jemand sagt, ich mache es, dann werde ich ihm sicherlich nicht davon abraten oder zurückhalten. Ich möchte nur daran erinnern, wir haben mentale Fähigkeiten und das ist viel eleganter, berührungsfrei und wir schaffen damit genau dieselben, wenn nicht sogar bessere Resultate. Ich sage ja immer, bitte meidet die Straßen, bleibt zu Hause. Wir sind Sofa Warriors aller Altersklassen. Ich gehe schon auf die 60. Einige von uns sind noch fortgeschritten in ihrer Jugend. Also mein Gott, was haben wir draußen verloren? Wir können von zu Hause mehr bewirken. Die 7 als letzte Zahl, großartige Zahl, die große Chance, der Sieg, der Erfolg. Wir werden Erfolg haben. Wir haben schon Erfolg gehabt. Wir haben ja schon gewonnen. Ja? Aber wie gesagt, jetzt müssen es halt diejenigen auch noch kapieren, dass sie eigentlich die Verlierer sind. Was heißt eigentlich? Absolut ohne Schweiß kein Preis. Hier ist eben die Mühe, die Erfolg bringt. Weiter zum leichteren zweiten Teil. Ende.